Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute Mephisto Polgar gegen Mephisto Porteros 16-Bit, beide beschleunigt. Heute lasse ich mal E4, E5, F4, Dame, F6 spielen. Um mal zu gucken, wie das wohl. D4, ich weiß gar nicht, warum man D4 gemacht hat. Vielleicht wäre D3 sogar die bessere Wahl gewesen. Aber vielleicht hat er befürchtet, weiß nicht, F4 schlägt und dann auf. Ja, ich weiß auch nicht was. Auf jeden Fall diesen Bauern wieder nicht mehr wiederbekommen gegen den Porteros. Das zeigt sich sowieso, dass der Porteros, beziehungsweise das letzte Mal war es ja der Almeria, dass die Richard Lake Programme gegen den Polgar wohl besser damit klarkommen, mit solchen, ja, sagen wir einmal nicht normalen Eröffnungen, um es mal so vorsichtig zu formulieren. Der hat nämlich beide mit Schwarz gewonnen. Sowohl E4, E5, F4, F5 hat er mit Schwarz gewonnen, als auch E4, E5, F4, Dame, F6. Das wird er nämlich auch hier gewinnen. Und das im Endspiel, das wird eine ganz klare Rutsche werden im Endspiel für den. Da wird der Polgar ganz mal zu bestellen haben. Aber seht selber, ich wünsche noch viel Spaß bei der Partie und verabschiede mich schon mal bis zum nächsten Mal. Übrigens, ihr könnt auch in die Kommentare reinschreiben, welche Eröffnung euch so einfällt, möglichst verrückte Eröffnung, die ich das nächste Mal dann rannehme. So, weiter kann ich auch nichts sagen. Verabschiede mich bis zum nächsten Mal.
I'm gonna go to the